wieder mit einem Viertel von meinem Leben auf. Das kann man auf jeden Fall brauchen, glaube ich. Entzündung. Wirkt noch schneller Brandbeschleuniger, okay. Explosion. 3. Also muss man erst dann O zünden und dann kommen explodieren lassen. Alles klar. Das, da kann man ohne Öl dann halt die Sachen O zünden. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, glaube ich. Weil ich glaube, dass das Öl ziemlich knapp sein wird. Doppelt so gut. Na gut, wenn ich das nicht mehr brauche, das nicht mehr. Ja. Das Feuer. Da kann man länger in Brand stecken. Halb bis 5 Sekunden, man. Ja, keine Ahnung. Boah, krass. So, hat Selbstmordattentäter-Modus ist das. Und Explosion bewirkt mehr Schaden. Jetzt haben wir erstmal das da. Und dann nehme ich einen Brandbeschleuniger. Das ist mir gefällt. So, gut. Ein Retour. Und dann gehen wir mal zum ersten Ziel und schauen wir mal, was wir da anrichten können. Ob wir es diplomatisch lösen können oder ob wir die vernichten müssen. Mal schauen. Schaut gefährlich aus. Ah, da seid ihr, Herr Hauptmann. Wir wollten diese Leute eben hinrichten. Sie müssen wissen, wer hier das Sagen hat. Ich vermute, diese Menschen haben sich schwerer Verbrechen schuldig gemacht, wenn sie jetzt hingerichtet werden. Wir haben sie bei den Aufständischen aufgegriffen. Also werden sie schon irgendetwas auf dem Kerbholz haben. Ihr verschärft die Situation nur noch weiter, wenn ihr Menschen ohne Grund hinrichtet. Lasst mir etwas Zeit, sie zu befragen. Was sollen wir tun, Hauptmann? Dieser Abschaum hat nichts anderes verdient. Aber gut. Wollen wir doch mal schauen, wie sich mein Vetter macht. Okay, gut. Okay, was hast du zum Sagen? Erzähl uns, was passiert ist, mein Freund. Sie haben damit angefangen. Wir sind nur gekommen, um etwas Essen zu erbetteln. Halt's Maul, Abschaum! Du hast am Hafen einen unserer Männer getötet. Dafür sollst du büßen. Okay, jetzt kann ich ihn quasi sofort freilassen, einsperren oder hinrichten. Das wird auf jeden Fall Konsequenzen haben, was ich mache. Dann schau ich mal, was die Wache zum Song halt noch. Ich muss ja immer beide Versionen machen. Was wird diesem Mann vorgeworfen? Milord, dieser Mann wurde am Hafen gesehen, wo der Aufstand ausbrach. Und ihr verdächtigt ihn an diesen Unruhen schuld zu sein? Einer unserer Wachleute wurde vor dem Lagerhaus getötet. Jemand muss dafür bezahlen. Aber so wie es Sieg ist einfach der von irgendwem getötet worden. Dieser Wachmann hat ausgesagt, dich beim Lagerhaus am Hafen gesehen zu haben. Ich war dort, um mit anderen um Nahrung zu bitten, Milord. Und warum sollte ein einfacher Schuster wie ich eine Axt mit sich herumschleppen? Okay, ich lass die frei. Lass ihn gehen. Nun gut. Hälfte nix. Okay, dann hat der Nächste. Was hast du zum Sagen? Dieser Mann wurde in der Nähe unseres sterbenden Kameraden gefunden. Ich? Schaut ihn euch an. Er macht sich in die Hosen. Welchen Beweis für seine Schuld braucht ihr noch? Okay, der ist jetzt direkt neben dem Sterbenden gefunden. Was hast du in der Nähe der Leiche des Wachmanns gemacht? Ich flehe euch an, Milord. Ich bin unschuldig. Ich schwöre es bei den Sieben. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Warum warst du in der Nähe der Leiche? Ich bin unschuldig. Ich habe nichts getan. Ich habe niemanden umgebracht. Dieser Mann soll also einen Wachmann getötet haben? Alles weist darauf hin, Milord. Wir haben ein riesiges Messer bei ihm gefunden. Okay. Warum hat er das Messer dabei? Warum hattest du das Messer dabei? Nun, weil ich bin Lehrling in der Metzgerei am Marktplatz, Milord. Ich brauche das Messer nur für meine Arbeit, sonst nichts. Dann schauen wir mal, was der Wachmann nochmal sagt über das Messer. Hatte er sein Messer in der Hand, als ihr ihn aufgegriffen habt? Nein, wir haben es in seinem Beutel gefunden.
aber die Klinge war voll mit getrocknetem Blut. Ja, das ist ein ganz schwieriger Fall, muss ich sagen. Ich will keinen Unschuldigen freilassen, aber ich will ja keinen Unschuldigen ins Verlies stecken oder töten. Es ist schon eine verzückte Situation, weil er ist direkt neben dem toten Wachmann gefunden worden. Er war da, hat irgendwas falsch gemacht und hat dann das Messer voller Blut gehabt. Er sagt zwar, dass er Lehrling in der Metzgerei ist, aber irgendwie, wir haben das nicht so ganz ab. Ich glaube, ich stecke ins Verlies. Bringt ihn in den Kerker. Sehr wohl, Milord. Gut. Der Brusco. Brusco, rette mit mir. Jetzt wirst du endlich sterben, du elender Abschaum. Ich habe mit all dem nichts zu tun. Unsere Gruppe hat sich von Anfang an rausgehalten. Das ist mir völlig egal. Du bist uns lange genug auf die Nerven gegangen. Ja, okay. Wer ist das überhaupt? Was hast du während des Aufstands gemacht? Ich wohne mit einigen Freunden im Gasthaus mit Blick auf den Hafen. Wir haben seit Beginn der Unruhen keinen Fuß vor die Tür gesetzt. Eine Gruppe bewaffneter Wachen ist aufgetaucht und hat mich mitten bei einem Kartenspiel rausgezerrt. So sieht in Flussrad also Gerechtigkeit aus? Willkürliche und übereilte Hinrichtungen ohne die Stimme der Vernunft? Okay, was hat die Wache? Für welches Verbrechen wollt ihr diesen Mann bestrafen? Er gehört zu einer Verbrecherbande, die zurzeit über den Hafen herrscht. Sie halten die Händler als Geiseln. Entweder es wird Lösegeld bezahlt oder sie bezahlen mit ihrem Leben. Wir haben ein gutes Verhältnis zu den Händlern am Hafen. Sie sind uns für unseren Schutz dankbar. Schutz? Dass ich nicht lache. Wir haben jetzt endlich die Gelegenheit, ihn dran zu kriegen. Flussrad wird ohne ihn ein besserer Ort sein. Eigentlich sollte den ihn einsperren, weil es anscheinend ein echter Verbrecher ist. Aber ich kann ihn einfach ohren. Für Verbrechen bestrafen, die er nicht getan hat, weil da geht es jetzt halt um den Aufstand. Aber allerdings bin ich ein absoluter Herrscher und kann damit machen, was ich will. Ihr lasst ihn jetzt einfach mal hinrichten, damit er das asexuell ausschaut. Also interessiert es mich. Dieser Mann hat Flussrad ernsthaften Schaden zugefügt. Richte den hin. Das hätte ich nicht besser sagen können. Jo, und damit habe ich mich jetzt ein bisschen bei den Wachen eingeschlemmt. Okay, mir leider. Mal schauen, was du verbrochen hast. Wahrscheinlich wirst du als Hure oder so oder als Hexe bezeichnet. Weiß ich nicht. Mal schauen. Du wirst für das, was du getan hast, bezahlen, Hure. Ich wünschte, du wärst in deinem dreckigen Haus gewesen, als es abgebrannt ist. Okay, ja. Hat wohl einer abseits von seiner Frau sich ein paar spaßige Stunden gemacht und will es jetzt damit aus der Welt schaffen. Wenn du sein Haus angezündet hast, ein Lord kann dir für ein viel geringeres Vergehen die Hände abhacken. Das ist dir bewusst? Ich bitte, hack mir nicht die Hände ab, Milord. Euer Wachmann hier hat die Unruhen dazu genutzt, um meine kleine Schwester zu vergewaltigen. Sie hat bitterlich geweint und kein Wort mehr herausbekommen. Das war doch keine Vergewaltigung. Das Mädchen hat sich überhaupt nicht gewehrt. Ich schlitze dich auf und stopf dir deine eigene Scheiße ins Maul. Ja, das ist wohl... Aber sie hat ein Haus erzünden. Sie kann nicht einfach ein Haus erzünden. Das geht auch nicht. Oje. Wobei ich schon sagen muss, der Wachmann ist mir sehr unsympathisch. Kann nicht einfach sein, dass der da einfach irgendwie vergewaltigt. Bloß weil er Wachmann ist. Aber sie hätte das Haus nicht erzünden dürfen. Sie hätte damit die ganze Stadt in Brand setzen können. Es werden beide bestraft. Ein Feuer, das während des Aufstands gelegt wurde. Die Vergewaltigung eines wehrlosen jungen Mädchens. Ihr kommt alle beide in den Kerker von Flussrad. Ich glaube, das passt. Seid ihr fertig, Milord? Ja, aber in Zukunft trifft niemand solche Entscheidungen, ohne mich vorher zu fragen. Versucht zumindest zuzuhören, was sie zu sagen haben, bevor ihr ein Urteil vollstreckt. Verstanden? Ja, Milord.
Okay, gut. Ich glaube, das haben wir recht gut gelöst. Du hast dir nicht nur Freunde gemacht, Alistair. Aber meine Männer erkennen einen fähigen Mann, wenn sie ihn sehen. Okay, passt. Wir haben anscheinend recht gerecht und gut gehandelt. Wie es ausschaut, habe ich die Wache ein bisschen mehr auf meine Seiten gelockt. Ich glaube, davon werde ich noch profitieren später. Weiß man nicht, vielleicht ist es ja irgendwann einmal so, dass dann heißt, auch schon wieder. Öffnet das Tor. Ich gehe in die Stadt. Verstanden. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, vielleicht ist es dann irgendwann so, dass du hast, hier, ich muss die Herrschaft irgendwie an mich reißen oder sowas und dann, glaube ich, kann ich die Stadtwache recht gut brauchen. Okay, Benfrey, was sagst du? Was geht hier vor sich? Auf der anderen Seite des Tors ist eine aufgebrachte Meute. Wir haben das Fallgitter hinter ihnen heruntergelassen. Diese Trottel sitzen drinnen fest. Das sollte kein Problem darstellen. Das Tor ist stabil. Ja, einfach einsperren kommt es an. Vielleicht kann ich mit denen reden, mal schauen. Ich will da ein bisschen eine Beziehung zu den Leuten wieder aufbauen. Ich brauche loyale Untertanen und nicht irgendeinen aufgebrachten Mob, der wohl nur dadurch folgt, weil sie Angst vor mir haben. Öffnet sofort dieses Tor. Wir versuchen mit ihnen zu reden. Ich glaube nicht, dass das ratsam ist, Milord. Sie sind ziemlich aufgebracht. Aber wenn dies wirklich euer Wille ist... Wahrscheinlich war es zu viel, Anno. Treffen Sie mir, ja. Geil. Jo, da mach ich die erstmal gleich kaputt, du Arsch. Flammenwaffe, ja. Ihr sollt brennen. Und dann mal. Na, wir haben verschiedene Bretter. Bei dem mal jetzt ein Brandbeschleuniger. Dass er richtig brennt. Bam! Komm aus dem Nähe. Oh, das geht ab. Oh Gott, das ist richtig grausam. Das ist echt richtig grausam. Erstmal looten. Ein Knüppel mitnehmen, kann ich später verticken. Damit ich jetzt wenigstens was zum Verticken habe. Dann geht's weiter. Wenn jetzt wahrscheinlich.